Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow in Hong Kong. Beim letzten Mal haben wir hier ein kleineres Massaker angerichtet und jetzt mal gucken, wo war denn hin? Return, okay, na gut. Wieder zurück zur U-Bahn. Alles okay bei dir? Du liegst da so, Sind die, als sie hier durchgekommen sind, unsere Gegner haben wahrscheinlich auch ein bisschen auf Passanten geschossen. Naja, gut, das passiert halt. Gut. Ab nach Hause. It all comes down to one thing. At the end of the day, the only people you can really trust are yourself and your own team. Neither Tigath nor Huang was on the up and up, and when push comes to shove, you'll stand alone against any odds you please. Back to where you hopefully better work. Okay, das ist irgendwie eine Mitteilung wert. Ich meine, ja, natürlich können wir Auftraggeber nicht trauen. Deswegen hat man ja üblicherweise Verträge und wenn die nicht eingehalten werden, gibt es halt, naja, Schusswechsel. Okay. Okay. Ja, darüber hinaus würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass wir unserem Team einfach so komplett blind vertrauen sollten, aber das sieht das Spiel offensichtlich ein bisschen anders. Wie schon im Vorgänger ist das ja hier eine keine Shadowrun Party, sondern eine Party wie in einem AD&D-Spiel. Claim Payment, ja, ist eine gute Idee. Jobs, Claim Payment. You submit the job is finished and await the response. A few moments later, a message pops up. I don't know how to describe this job other than by calling it a complete clusterfuck. You did the right thing, killing both right and wrong. Wrong. I don't appreciate worms who try to stiff me, and I sure as shit don't like the silver rings. I've attached payment. Nobody paid me, but I'm sure I can sell the data and samples you brought back. Consider this your eventual cut of that. Your eventual cut of that sale, okay? Pending jobs, haben wir noch irgendwas? Nope. Messages, old messages, brauchen wir nicht. Open jobs. Active jobs. Was haben denn die Shadowland-Leute zu sagen? Erstmal noch Post-Pay-Data. Haben wir irgendwas? Nope. Claim-Pay-Data? Ja. Renraku-Projekt-Launch-Schedule. Okay, dankeschön. Okay, keine Keywords mehr. Okay, was haben denn unsere Kollegen zu sagen? Yeah, back. Need something? Any thoughts about the last run? I hate to be a downer over that mission, but I'm starting to wonder if Kindly Cheng is slipping a little. The entire reason we give her a cut is to make sure the people that hire us don't have ulterior motives and won't screw us over. Kindly drop the ball on that one. Hard. I'm going to bet that whatever irritation Kindly has over us killing the client and gang of Koreans will disappear the instant she finds out how valuable the data is. We've basically handed her a bigger payday, and if there's one thing that I can't... That can calm her down, it's cash.
You made the right call. It was an impossible situation, and getting rid of both of them was the only sensible call you could have made. Yeah. Question about the World City. That's all for now. Okay, nix Neues. Okay, dann wollen wir Gobbit mal wieder beim Essen zugucken. Oder beim Versuch desselben. Any thoughts? You know, everybody says it's bad form to back out on a job. What about if the Johnson decides to lie and screw you over? Everybody seems to accept that as standard procedure. It drives me up the damn wall every time. Deciding to gun them both down wasn't a move I expected. Seems to have worked out, though. We sent a message not to mess with us, and also we're not the kind of people to take kindly to threats. She flexes as if to show you how big her arms are. Yeah, don't mess with us or we'll put you down. Boom, I like it. Okay. So what else do you want? Offensichtlich nix. Okay. Ich bin ja fast ein bisschen froh, dass sie nichts mehr zu erzählen haben. Weil diese Hintergrundstorys, ich meine, es ist nett, dass sie da sind, aber es ist doch ein bisschen arg umfangreich. Any thoughts? Ah, Betrayal. It never fails to sting, does it? No, not really. Ich meine, was gestinkt hat, wird er bei dir gewesen sein. Ich meine, er wird dich nicht zweimal wiederbeleben müssen. A subject that I'm rather intimate familiar with. Killing both Tickets, Tigers and Huang was unexpected but invigorating. Such a pleasure to be rid of them. Their death screams served as the high points of my evening. Okay. All in all, a job well done, and we stand to profit from the data that we recovered to boot. A tip of the hat to you, my friend. You have outdone yourself tonight. Mm-hmm. Na gut. Gotta go. Yeah, yeah, goodbye. And, warum ist deine Tür zu? Hast du gemerkt, wie Rektor so drauf ist? Welcome back, what can I do for you? Anything? I'm not certain what insight I could grant you, I was not. Das ist richtig. hast du völlig recht. Okay, hat also ein dämlicher Bruder noch irgendwas zu sagen? Der. Also diese Dialoge sind wirklich die mit Abstand schlechtesten im Spiel. Zum Glück nicht. Sehr gut. Dann gucken wir nochmal bei kleinem Schnucki vorbei hier. Magie-Schnucki. Und dann können wir eigentlich gleich den nächsten Run angehen, oder? Nee, mit euch rede ich nicht. Das ist mir alles so aufwendig hier. Mit den ganzen Townspeople zu reden. Hast du was Neues zu erzählen? No, hast du nicht. Okay. Das ist fast ein bisschen ungewöhnlich. Also entweder ich habe irgendwas falsch gemacht oder ich habe bisher alles richtig gemacht und diese Dialoge sind alle durch. Welche Mission haben wir denn noch? Ah ja, Dreamland, genau. Wir haben aber auch noch Karma. Will ich das wirklich noch um 9 bringen? Hatten wir nicht. Es gibt nicht mehr wirklich Boni. Ich meine, es gibt halt immer den Bonus. Reduces the chance to be hit by enemy attacks und use to calculate the chance to hit with range weapon. Das Schöne ist halt, was halt das so ein bisschen nervig macht, dass man nicht erfährt, um wie viel das verbessert. Okay, lassen wir das Karma erstmal so, können wir immer noch verteilen. Können ja nochmal gucken, ob wir hier irgendwas Nettes einbauen können.
Und was wir dafür Cyberware Affinity brauchen, fehlt, ist da was, was ich unbedingt haben will. Ah. Let's talk about reliable Matthew. Was ist denn mit dem los? What about Matty? What's his deal? He's a shy, sensitive guy who's had a rough life. No, he's an idiot. Now he's got a shit job selling people the thing they love to hate. That poor guy, he wouldn't harm a fly. But if there's someone who should have failure to adapt tattooed on their forehead, it's Matty. Why are you giving him BTLs? Why am I giving him BTLs? So he doesn't have to get cheap shit that's going to fry his brain from a street dealer, that's why. Yeah. These cool blues are pharmaceutical grade. Their tracks run clean and clear as live opera. Opera. Patient confidentiality, I thought, blah blah. Fair enough sounds like it's a medical need that he does. Sounds like he's in a bad situation with his suppliers. Warum, das interessiert uns überhaupt nicht. Matty is always in a bad situation with his suppliers. He's a terrible businessman and an idiot and used drone selling. He's also an idiot. That's a brutal business for idiots. You always have a lot more metal on the lot than you can afford and the commissions are a pittance. Matty doesn't want help to do something else though. He wants to hole up with his little drone buddies and be left alone because he's an idiot. There ain't nothing wrong with that. Except that he's an idiot. I comment you thinking about him, God, nein, I really do. A lot of cases like Matty come through my door and I feel for them. Was, zum Ausschlachten? Oder zum, ach, du rettest auch noch deren Leben? Das muss er noch nicht sein. Also wirklich nicht. If I didn't have this gig, I might be right there with him. Then you would be an idiot also. There, but by the grace of Chrome and Booty, I go, there's the rest of you at the end of the tunnel. Mock toast with arm. There's a rest for you at the end of the tunnel. What rest is that, Ambrose? Same rest we all get. Death in the scrapyard. Let's talk about something else. Indeed. Das ist gar nicht schlecht. Plus 1 Quickness, plus 1 Range Combat, quasi für 1500. Was das zwar mit Skillwire zu tun hat, ist mir zwar nicht klar, aber bitte. Es sind offensichtlich Skillwires für Range Combat, ja. Mhm. Für Throwing Weapons, Thermal Sheets, kannst du das triggert. Ah. When triggered, regenerate 6. Ja. Plus 1 Movement. Die haben wir schon. Hydraulic Jack. Add plus 4 Movement. Und nicht für den Preis. Können genetzt target the users, they are automatically geflung back to their source. Das ist vom Prinzip ganz nett, aber dafür ein Cyberarm? Also, ich weiß nicht. Das ist mir doch ein bisschen großer Eingriff. BioWare, Pain Editor, Renraku Skillwires, das sind okay. Joint Alert, Dermal Plating, Cyber Affinity 3, plus 2 Armor, plus 1 Body, Shotgun brauchen wir nicht, plus 1 Intelligence bringt uns nichts. Close Combat Skills, egal. The users must. Okay, brauchen wir auch nicht. Autoloader. Auch ganz nett, aber ich meine, wenn das alles in einem Cyberarm wäre, also dies Granaten zurückwerfen. Und ich meine, dazu müssten wir sie theoretisch erstmal fangen. Aber wenn die sehr stark magnetisch sind, dann werden die vielleicht angezogen. Was allerdings mit den anderen metallischen Waffen in unserem Umkreis passiert, wird da wahrscheinlich unberücksichtigt bleiben. Weil die müssen da ja auch hingezogen werden. Aber in Kleinigkeiten.
Load Variety Versions, High Speed Eliminate, Need to Reload. Das ist vom Prinzip ganz nett, weil wir ja eine Waffe haben, die sehr oft nachladen muss. Ich meine, das Ding ist nicht teuer, aber auch dafür ein Cyberarm, gut, er gibt uns auch noch Quickness, was uns auch ein bisschen was bringt. Und wir haben noch 5 Essence. Was macht der hier besser? Also diese unterschiedlichen Cyberarme. Eigentlich ist die Idee, dass man sich einen Cyberarm einbaut und dann diese verschiedenen Teile hinzufügt. Also die sind ja eigentlich, also wir brauchen eigentlich nicht für jede, für jedes Feature eine eigene Art von Cyberarm. Dodge, Cyberleg, was ist Quickness? Auto Skin, Intelligence plus 3 Movement. Reflex Trigger boosts when triggered, you will dodge the first attack, okay? Burnless and Classic Articulation plus 1 Quickness, ganz schön teuer. Toxic Exhaler, Omnitech, Cyberleg, Quickness, Haben wir schon, glaube ich. Ja. Wo ist da der Unterschied? Aha. Also ich denke mal, wir bauen, wir, ich meine, wir haben jetzt so viel Geld, wir bauen uns hier ein bisschen was ein. Was habe ich gesagt, können wir brauchen? Wir können die Skillwires brauchen. Die kommen in den Arm. Dann der Autoloader. Was ist er denn? Ah, da brauchen wir 3 für. Na gut, das könnten wir uns ja noch geben. Wir sind ja nicht so weit davon weg. Ja, 1000 ist nicht viel und die Kost können wir. Ja. Ne, Quatsch. Oh, ihr seid schon alle Maximum. Sehr gut. Wir wollen Spend Karma. Spiel mach hin. Was musst du denn da so schwer nachladen? Das ist doch nicht so aufwendig hier, dieser Bildschirm. Server Infinity 3. Ups. Rechter Arm, wo ist er? Autoloader. Okay.
Mist, haben wir das nicht eingebaut? Wieso hast du nur noch Assets 5? Minus 1, minus 1,3, minus 1,8. Sense cost 1. Also das Spiel kann offensichtlich nicht richtig rechnen. Weil das ist auch keine Alphaware oder so. Ist das vielleicht erst... Nee, Sense 5. 5,25. Haben sich denn unsere Werte angepasst? Kriegt eine 10 und ich komme mit? Nein, das war... Ja. Sehr seltsam. Aber bitte, wenn keine Essenz kostet, dann... wo waren wir? Ach ja, wir haben ja nächster Auftrag. Sollten wir da irgendwas vorher machen? It's all come down to one thing. At the end of the day, the only people you can... Nee. Keine Informationen drüber, na gut. Es ging ja irgendwie um den Plastemann, ne? Go meet with Dreamland and see what she knows. Genau. The tenement that Dreamland lives in smells of mold and desperation. The people living here are the kind who don't want to be found. Hallo Isabel, was machst du hier? Haben wir wahrscheinlich vorher besprochen, irgendwie, und ich hab's nur vergessen. Okay, this is the right place, Konzo. Emily, ach, die kennst du? Ja, ich weiß es nicht mehr. Being the first apartment. Is she alone? Should be. I haven't heard anything about her having company. I distantly remember hearing about some old boyfriend who might still be in the mix. Even if he is, he isn't here in Hong Kong. I do know that she's in danger, though. There's a bunch of big money execs who are holding a grudge over some activist activities that she used to be into. Okay, das klingt alles neu. Emily's from Berlin. Ach Gott, nicht. Ach, bitte nicht irgendeine, die wir kennen sollten aus Dragonfall. Sagt mir jetzt nichts, aber... but she moved to Hong Kong after the F-State collapsed. the Schockwellenreiter. That's the group that she worked. Oh God. We are supposed to protect her, but they've got their own problems to deal with now. Yeah, whatever. Die waren auch ein bisschen komisch. Aber in dem ganzen Spiel war irgendwie alles komisch. I guess that she decided she'd be safer on her own. I heard about the fall of the F-State. Sounded like chaos. That's what I heard too, an experiment in sustained institutional anarchy. Everywhere but... Egal, a great environment for a Shadowrunner, but it ended up like communism did. Another pipe dream. The German government gave the corporations the go-ahead to invade and they forced the anarchists to retreat to the eastern part of the city. Now Berlin's run by the cops, just like Hong Kong. I bet they wound up building a wall again. Wouldn't put it past them. Ja, willkommen in der hellen Mitte. Okay, so you would be... anything else we should know before we talk to Dreamland? No clue, really. I've never met her in Meatspace. Just be your charming self, I guess. Ich bin indeed very charming. Danke, dass du es erwähnst. I'm sure that everything will work out just fine. Ich bin ein bisschen doof und langsam, aber very charming. Ach, mehr können wir... Hätten wir das andere vorher fragen müssen. Naja... Emilie, hallo du.
The apartment is no better than the hallway. Empty fast food cups and packages of dried snack food are strewn about the room. In the corner, a box of cat litter sits filled to overflowing. You don't see any cats. Okay. There's a patched together matrix terminal sitting on a stack of crates connected to a banked up cyber deck. You do shit where you eat. Whatever. Within arm's reach of the cyberdeck is a 20-something woman with pale white skin, dirty blonde hair, and a bleak expression. Du bist the okay. Hätte ich jetzt auf den ersten Blick für Kerl gehalten, aber es ist ja alles fließend hier. Emily looks at the deck slung across Isabel's back. So you're Isabel, huh? I didn't expect a dwarf. Yeah, I get that a lot. Ja, du bist ein bisschen kürzer, aber ich meine... No, no, I didn't expect you to be so pretty. Siehste, das ist genau das, was ich auch gesagt hätte, wenn mir sowas jemals eingefallen wäre. The woman has a soft German accent and a dour disposition. I should never have agreed to this. Obwohl, ich kann kein... Also wahrscheinlich, wenn ich einfach ganz normal spreche, habe ich wahrscheinlich einfach einen German accent. Wenn ich versuche, einen German accent nachzumachen, wird es wahrscheinlich ziemlich albern werden. Ich kann es trotzdem versuchen. I should never ever even respond to your message. If the oligarch Schwein, who've been hunting me, find out where I am. They won't find out from us. Aha. Emily searches your eyes with her own. Mm-hmm. You can see the intelligence in there. Okay. Also ganz anders, als wenn ich in den Spiegel gucke. But it's hard to get past her sullen manner. This is the man I told you about. He needs the software that you developed to inhibit your cortical implant. He needs... What? Her tone is sharp. Her eyes slash daggers at Isabel. I don't think I should be getting into this. Funktioniert nicht. I don't think I should be getting into this. Oh Gott, Entschuldigung. Oh, wow. Verschluckt. Verzeihung. I tend what I want. I have a business proposition I'd like to discuss. I don't know, man. I'm kinda done with the business. Oh, Frank Palmer. She pulls out a near empty pack of German cigarettes and lights the last one. In case you're not up on current events, I've got a kick line of mercs and bounty hunters after me. Messing around with the headwear that the Schockwellenreiter installed in me is the last thing on my mind. Strike a threatening pose? Maybe I can give you something else to think about. Das klingt mehr eher nach einer ziemlich schlechten Anmache als nach einer... Ganz ehrlich. Also jetzt so ein Satz wie, ich bin um deine Sicherheit, um deine unmittelbare Sicherheit besorgt. Fände ich jetzt viel cooler als sowas hier auf Poser machen. Aber look, this is important. I need the software you created so I can find out what happened to my father. Your father, huh? Ist doch... Ach, jetzt willst du mir nicht sagen, dass das dich umstimmt. Ich meine, das kann doch einfach gelogen sein. Wie... Sounds rough. Is he dead? I doubt it. At least I don't think he's dead yet. That's why this is important. She softens. Natürlich, natürlich. Been there, or something like there. It's the ambiguity that'll kill ya. Okay, give me a minute. Mehr brauchten wir nicht, um dich zu überzeugen. Okay. Okay. Wunder, dass du noch am Leben bist. Emily grabs the cyberdeck and jacks into it. Her jaw grows slack and her fingers hover over the keyboard, tapping keys at a blinding speed. Finde ich lustig, dass man in der Zukunft immer noch Texteingaben machen muss. Ich weiß. Die programmieren dann da on the fly. When she finishes, she jacks out and ejects a data stick from the deck. Here. She hands you the stick and a taser gun with masking tape wrapped around the grip. Modify this taser with it and use it on your target. The jolt should stop the memory wipe process before it starts. Ah, damit sollen wir dann den Dings... Okay.
Wieso sollte ich ihr Geld geben, wenn sie keins verlangt? Thank you. Don't mention it. I wish every problem was that easy to solve. Okay. Usable at mid-range. Deactivates the target's dual wipe and leaves them stunned. The effect... Das ist der Target. Das muss ich offensichtlich dabei haben. Ja. Können wir es da? Können wir es hin tun? Okay. Gut, dass es keine Waffe ist. Take the... Was? Item added? Ja. Wo ist jetzt Isabel schon wieder hin? Das hatten wir wahrscheinlich auch schon vorher besprochen. Habe ich nur auch vergessen. Natürlich nehmen wir dich mit. Nehmen wir dich mal mit. Dich nehmen wir nie mit. Und dich nehmen wir mit. Check it may continue. Okay. Isabel has modified a taser to introduce Dreamland's cortical inhibitor program into the plastic-faced man's neural network. That should stop his headwear from completing a memory wipe and allow you to interrogate him for information about Raymond Black. Guter Plan. But first you need to find him. Problem. Kindly Chang's made contact with an underground information broker named, kann ich aussprechen, Xiao Xi, sagen wir mal, who has managed to obtain the plastic-faced man's complete itinerary. With it, you can choose the time and place to perform an extraction and find out what he knows. Xiao Xi works out of an abandoned night market in Shek Kip Mei, the Xinghaus Court. Das mag alles richtig sein. Haben wir irgendwas im Stash, was wir brauchen können? Ja, nehmen wir nochmal sowas mit. Brauchen wir ja immer ein paar von. Du brauchst meistens kein Trauma-Kit. Du hast ein Trauma-Kit. Du hast auch ein Trauma-Kit. Na gut, dann geben wir dir noch ein Trauma-Kit mit. Okay. Ja, ich denke, das reicht. Okay. Wo sind wir hier? Guten Tag, die Herren und Damen. And 10 orders, I'm having a party. Das mag ja alles sein. War hier noch was? Mal gucken, wo wir überhaupt überall hin können. Also, geht's nach hier? Hier scheint Schluss zu sein. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Da gehe ich also erstmal noch nicht hin.
Okay, warum ist das hier so ausladend? Und oh. Strange looking elf. Oh, I know, I got what you need. As soon as you walked in the door, I was thinking, I know exactly what that man is looking for. No doubts, no questions. It's you, you are the man, that man. The one with the need, the hunger. You're an idiot. Are you related to Matthew? Now what brings you into Zach's? The common company can for fine emporium of exotic portables. Wait, I thought you already knew. You look like the type who wants some jazz, some kamikaze, some cram, really heavy stuff. Also mit anderen Worten, alles, was du im Angebot hast. I'm not in that business anymore. I'm all about the mellow, relaxing the world. It's crazy out there these days. You got any harsh goods right now? You seem like a good customer. Yeah, ich hab doch nix. My buddy dropped this off earlier. I should probably unload it soon. Don't usually carry this kind of thing. Take a look. SMG bugs and kicks with every shot impossible to control. Das klingt nach einer super Idee. Sandblaster. Shotgun. This custom-made implement was designed for protected engagement against armored target. Each hit 200, also nicht viel. Aber gut, das sagt ja alles nichts. Can I see your basic stock? Okay, du hast meine Worte nur Dreck. Du hast nicht mal das, was wir von dem du da erzählt hast. Weil du bist ja nicht mehr im Business, ne? Ja, das war ja schon mal wenig erfolgversprechend. Und dafür sind wir hierher gegangen. Yep. Ich meine, es ist hübsch hier, aber Suspect has been was? Described as Male Orc, ja. Aber was denn? Mal schneller hier. Have involved in shooting near Repulse Bay. Das könnten wir gewesen sein. Developing Suspect Male Orc. Keiner will mit uns reden. Und hier. Really? Eine Telefonzelle? Und noch eine Telefonzelle? Zwei Telefonzellen direkt. Ja, ja. Okay. Cool. Schauen wir mal. Okay. Abandoned Night Market, the Shinghouse Court. Okay, hier sollen wir jetzt den Typen finden, ja? Okay. Aber wird das Licht jetzt anders? Weil wir hier drin sind wahrscheinlich. The boss is in the back going through. Da ist der Boss. Hallo du, kleiner Mann. Also, the dwarf is the queen of a little hive. Das ist eine Frau. Ich bin echt nicht mehr sehr gut in die Geschlechter auseinanderzuhalten, offensichtlich. A nattering swarm of snitches, stoolies and spies. Ja, könnte sein. Guck doch ein bisschen grimmig. Aber ich habe doch Charisma 7. Everest gleams in her eyes. They dart around you, taking in morsels of information so quickly they appear to vibrate. She mumbles little mnemonic rhymes to herself as she tags and labels you all.
Ah, yes, the new on the scene runner, Gonzo. Mm-hmm. My friend in AI said you'd be coming to see me. Wer ist schon wieder Litay Lang? Scheiße. Ich meine, ich weiß ungefähr, wer der Plastic Face Man ist, aber ist das der? Heißt der so? Ich weiß es nicht. Es ist schon so lange her. Und die langen Diskussionen mit den Teammitgliedern über ihre Backstory hat auch nicht gerade dazu geführt, dass ich mir sowas besser merken kann. If I'm too cheesy, probieren wir das mal. Oh yes, I am. I definitely am. Very timely intel, very timely. I have this complete up-to-the-minute itinerary. Where he'll be, who he'll be with, security coverage to the deluxe package. Okay, ich nehme an, er ist das. How much for this deluxe package? Unfortunately, the deluxe package is no longer for sale, nor is any information about him. So sorry. I received another offer, a better offer. To take it off the market, just before you arrived. From whom? Li Tai Lang's client, I believe you know the company? Ist das der Chef? I feel really bad about this, but the offer was too good to pass up. Way too good. Ach so, ist er nicht der Client von denen? Nee, offensichtlich. Oder macht das Security? Ist ja auch egal. You haven't heard my offer yet. You give me what I want and I don't kill you right where you stand. Information brokers are dime a dozen in this town, I find another. Kindly Jenks sent me up. Wie kommst du denn auf die Idee? You don't want to work with Josephine Zhang. That's the thing, Gonzo. I do. Attaching myself to her is smart. Very smart. Mm-hmm. Ich würde jetzt mal sagen, nee, es ist nicht, weil ich dich jetzt kaputt mache, denke ich mal. Zhang's big in Hong Kong and getting bigger. She's already on the executive council and is a front runner for the next chairperson position. And all I need to do is make sure you don't walk out of here alive. Ja, das Ambush. Danke, Captain Obvious. Ja, lauf ruhig von meinem Sniper-Rifle weg. Das ist eine super Idee. Okay. Also das können wir so nicht lassen. Also wenn erstmal, Gobby. Begib dich mal irgendwo hin. Du bist da eigentlich halbwegs in Deckung. Dann mach mal Channeled Haste auf Kollegen Gonzo. Und Aim auf Kollegen Gonzo. Der Kollege Gonzo geht dann mal hier hin. Oh Gott, du. Ja, der kann mir jetzt mal in den Kopf schießen, du blöde Kuh. So, soviel zu deinem Plan, ne? Hat nicht so gut funktioniert. Aber war dein erster Versuch eines Plans, wollen wir mal nicht zu. Zu pingelig sein. Also für einen Miss 26 Damage kann man echt nicht meckern, Isabel.
Okay, die sind leider nicht mehr adjacent. Das ist ein bisschen doof. Was haben wir hier? Only attack stun targets. Okay. Also solltest den vielleicht mal kaputt machen. Deine... Das ist enttäuschend. Ach, da war noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Und da kommen noch mehr. Natürlich. Okay, das war schön. Oh, ja. Müsste ich nicht eigentlich automatisch reloaden? Achso, ist gereloadet. Ja. Bin doof. Also, Gonzo geht's nicht gut. Der wäre schon mal weg. Du bist ein Mage, das könnte ein Problem werden, aber im Moment sehe ich eher das größere Problem mit diesem Typen. Deswegen schießen wir ihn mal tot. Automatic Reload ist wirklich nett. Wie viel Prozent waren das? Und du hast nicht getroffen? Ah, ich mag dich. Ich schieß mal auf den, der ist nicht so weit weg. Oh, vorsichtig. Wow, ihr macht ganz schön gut Schaden hier. Arme broken, okay, das ist nicht so wichtig. Eieiei. Ja, Gaichu muss ganz schön einstecken, aber dafür haben wir ihn ja. Schießt du bitte mal diesen Magier tot da? One damage, okay. Wir brauchen eine bessere Waffe. Nehmen wir den Laser. Ist zwar ein bisschen nahe die Entfernung gewesen, aber warum auch nicht. Du wechselst mal die Waffe. Wenn du da durchläufst, ist das ein Problem, ne? Ja. Ja. Müssen wir jetzt durch. Okay, ich würde sagen, du ziehst dich erstmal zurück. Du bist ja doch ein bisschen kaputt. Hast du das Aim noch? Mach mal Aim auf dich. Immer noch Line of Sight blockt, hier aber nicht, oder? Nee. Ja
Okay, 99%. Nice. Okay, Gacha ist immer noch ziemlich kaputt. Was haben wir hier Schönes? Broker's Code, okay. Charles, she left her computer unlocked. She has the plastic face man complete itinerary. This will tell us where he's going to be for the next 24 hours. Anything promising? Absolutely. I just need to run some searches on these locations, see if I can get the blueprints, photos. First, the bad news. He's got a security detail that drives him from place to place. 6 corporate agents plus the driver. Anytime he's on the move, he's in a reinforced bulletproof limo. He also got a personal bodyguard that's with him at all times. But there are some windows of opportunity we can take advantage of. When he's going someplace, they drop him off and leave him in the hands of local security, if any. Okay. The bodyguard stays behind, but the other 6 guards stay with the Driver? Was? Also meine Worten, ist er doch nie immer bei ihm, oder was? Das gibt keinen Sinn. The detail itself is shared by a few executives, so they will be with someone else until his next pickup time. The convoys are on schedule, managed by the master system at Sung HQ. Okay, I've got 3 good leads here. I think we can run an extraction on any of these. Number 1, the parking garage at Central Plaza. He's there for a meeting in an hour. We can grab him on the way out. It's still secured corporate property, so there will be resistance, but it's the weakest out of the corporate properties he visits. Plus side, there won't be any civilians. Access is limited and he's listed as a VIP in their system. Ja, und nicht nur Civilians wegen Kollateralschäden, sondern auch weniger Zeugen. Das ist schon mal gut. Too secure, I'm not into it. Interesting. Next lead. Next one is a bit personal. Mr. Plastic has a mistress, visits her twice a week. Today's the day. He'll be at the Far Yuan Tower building for 2 hours. It's not corporate property, but it is privately owned. Im Gegensatz zu Corporations, die are natürlich nicht private. Die sind ja auch private. Obwohl sie sind publicly owned, gewissermaßen. Ja, schon recht. Wegen Shareholders und so. Aber ja, egal. The management company has a security contract on it, so it's likely we'll have a fight on our hands trying to get out of there with him in tow. It'll be less crowded than the parking garage, but the lady might complicate things. Interesting. Who goes for a plastic-faced guy? Jeder, der dafür bezahlt wird und ansonsten jemand, dem das nichts ausmacht oder es sogar gefällt. Alright, what's the last location? We have to grab him before he gets home tonight. Once he's home, we are screwed. He's staying in the Zhang Executive Ecology, guarded 24/7 by corporate security and two blocks from the HKPF HQ. Das ist kein guter Ort, um einen Angriff zu fahren. The final location we could grab him is his last stop for the evening. It's a locally owned public Simpsons theater. A hole in the wall that specializes in underground horror flicks. Das klingt mir nicht gut. He's there for an hour and 45 minutes and his security detail will be all the way across town to pick someone else up. Okay, meine Antworten, er hat keine Security Detail, weil wenn das Security Detail mal für 2 Stunden woanders ist, dann ist das kein Security Detail. Also entweder Security Detail ist immer da oder es ist nie da. Zumal, wenn man das in Erfahrung bringen kann. Also, ist auch egal. We probably have to deal with local police only, but this is a public theater. It's going to be packed with regular people just trying to take in a movie. Ja, und your take of it? Garage doesn't have enough escape routes. Woher weißt du das? Also, mindestens eine Einfahrt und Ausfahrt, mindestens ein Fire Escape oder sowas. Also wahrscheinlich noch irgendwelche Wege, mit denen man zu Fuß raus kann. Too secure, too many potential reinforcements, I'm not into it. Auch wegen Corporate, okay.
Personally, I'd go with the mistress's place. It's like a giant middle finger right in his face. It sends a message. Don't mess with us. Ja, und wir müssen die Mistress killen. Got you anything to say? I agree with Gobbert. The apartment is the best target. If this man is truly bad, his consorts can be punished as well. Ja. Das ist sippenhaft, hat man das früher genannt. Also mit anderen Worten, nicht nur den kleiner. Also, du bist nicht mal mehr nur ein kleiner Faschist, ne? Also, aber okay. Ich meine, es geht nicht darum, sie zu punishen, es geht darum, wir müssen sie einfach als Zeugin ausschalten. What's your choice, Isabel? The parking garage. It's a compromise. I think the benefits outweigh the downsides, but it will be a straight fight the whole way through. Hm. Okay, da werde ich mal einen Moment drüber nachdenken. Sekunde. Ja, ich denke, ich bin der gleichen Meinung wie Isabel. Parking Garage ist einfach am wenigsten öffentlich. Und ich meine mit Corporate Reinforcements, ja gut, die knallen wir dann halt ab. Also damit können wir ja nun arbeiten. Aber die Mistress, wir müssen die Mistress ausschalten. Oder umbringen. Also faktisch umbringen. Es reicht ja nicht, wenn wir sie irgendwie nur ausschalten, weil man kann sich danach ja dran erinnern. Also wir müssen sie schon killen. Und ich meine, Zeugen umbringen, wenn es nicht, wenn man vermeiden kann, dass es Zeugen überhaupt gibt, da bin ich schon dafür. Also bin ich nicht dafür. Also ist lieber vermeiden, einen Ort zu wählen, wo es Zeugen gibt. Und das Kino fällt sowieso flach aus diesem Grund. Zum Middle Ground. Ich verstehe nicht, wieso Middle Ground. Ach so, weil. It's no problem, she's not gonna listen. Let's take the parking garage. It's a middle ground, warum auch immer, and no innocence. Okay, the call is made. We go with the middle ground. Na, will jemand noch irgendwas dazu sagen? Nee. Gut. Dann würde ich sagen, werden wir beim nächsten Mal zu besagter Parking Garage gehen. Ich nehme an, wir müssen hier raus. Nee. Da ist bestimmt noch irgendwas. Okay, ja, aber da, auch das machen wir beim nächsten Mal. Da sehen wir uns dann hier wieder und machen mehr Shadowrun. Also, bis dahin. Tschüss.